Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, wir sind hier stehen geblieben in einem neuen Gebiet. Das Gebiet nennt sich Siegelhain, wie man hier oben schön sehen kann. Ja, und in der letzten Folge haben wir ein paar Sachen erhalten. Und zwar ein Holzschild, wie ihr schon gesehen habt. Ein leichter Holzschild, einfach in der Handhabung. Er kann Feuer fangen, schützt allerdings vor Elektrizität. Das ist zumindest ganz gut. Und Flasche, ein nützliches Gefäß, in das du Tränke und andere Dinge füllen kannst. Was genau mit anderen Dingen gemeint ist, weiß ich zwar nicht, aber naja. Hier ist übrigens noch ein riesiges Inventar mit Collectibles. Dann werden wir mal schauen, wie ich die alle bekomme. Vielleicht ist das die 100%, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall schauen. Ja, erkunden wir doch mal dieses Gebiet, weil ich kann mit dieser Schatulle noch nichts machen. Wow, die Reiterpflanze! Ja! Okay, das ist spaßig. Muss ich richtig, kämpfen gegen die. Von oben, aua! Bam! Und dann zack! Okay, das ist cool, das ist richtig cool. Und sorry, weil es manchmal asynchron ist. Es ist ein bisschen problematisch, weil ich ja mit Verzögerung aufnehme. Hoffe, das stört nicht, sonst heul ich. Und da. Okay. Da hinten dieses Sheikah-Logo. Oh nein. Es war nur ein Traum. Ein Tagtraum irgendwie. Aber was befindet sich denn wirklich dort unten in dieser Dunkelheit? Wir sollten uns mal diesen Ort hier anschauen mit diesem Sheikah-Logo. Bestimmt erfahren wir hier mehr. Oh, gleich mal das Herz mitnehmen. Plopp. Das Logo kennen wir alle von Breath of the Wild. Also zumindest am besten aus dem Spiel, aber... aus diesem Spiel. Keine Ahnung. Was willst du sagen? Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Ja, dann haben wir einfach eine stärkere Kraft. Okay, es funktioniert nicht. Schade. Ich will es ausprobieren. Ja, es könnte ja funktionieren. Dann halt nicht. Dann wollen wir da jetzt wirklich runter? Weil können wir da runterjumpen? Wir haben ja hier Fallschirm. Würde funktionieren. Ich glaube, es wäre irgendwie interessanter, wenn ich mich noch ein bisschen umschaue. Zum Beispiel hier oben. Was bist du? Bist du ein Gegner? Bist du ein Käfer? Ups, war ich das? Oh. Weggabelung? Oder, nee, hier ist gar nichts. Hier ist ja gar nichts, oder kann ich da hoch? Nein, nicht da hoch, leg da hoch. Nicht? Komisch. Okay, dann hier lang. Ich habe das Gefühl, ich laufe nur im Kreis. Vielleicht... gehe ich hier einfach nur nach unten. Vielleicht ist hier unten viel interessanter, oder? Komm, rennen wir den ganzen Weg runter mit diesen Dingern. Hm? Das sind noch? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Nichts? Ist nichts, okay. Vielleicht werden die später noch wichtig. Keine Ahnung. Nämlich so ein bisschen an so Bohnenlöcher aus Mario Luigi. So ein kleines bisschen.
Bist du irgendwas? Nein? Nö. Ja? Es wird, glaube ich, dunkler, habe ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Was gibt's denn hier? Kann man hoch? Aber hier ist nichts, oder was? Kann ich mich hier verstecken? Oh Gott, ich habe das Gefühl. Das sieht gleich was. Wow! Ich will den langen Weg nach unten gehen, obwohl, will ich das? Gibt's hier überhaupt noch irgendwas? Diesen Herzen, das sind Herzen. Oh Gott, ich habe eine Befürchtung. Komm, ich spring mal hier runter. Ja! Ah, perfekt. Die Musik ist ganz ruhig. Deswegen, wir sind schon da. Oh Gott, hier kommen Geräusche. Mein Kind! Kind des Himmels, das aus den Wolken kam. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, Leute. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Alles klar. Ja! Und jetzt? Jetzt ist es lieb. Jetzt ist das Böse weg. Und alles leuchtet. Nein, es leuchtet nicht. Da kommt Luft raus. Dann können wir jetzt hochfliegen mit den Gleitdingen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine Veränderung an diesem Ort, wie durch den Himmelsstrahl hervorgerufen wurde. Gebieter, ich spüre hier eine ähnliche Aura wie die deines Paraschals. Es ist Zeldas Aura. Zeldas hier? Ich kann dich mit meiner Aurasuche in diese Richtung führen. Wünschst du weitere Erklärungen hierzu? Ja, sag mal bitte, was meinst du damit? Sehr wohl, Gebieter. Mit der Aurasuche kann ich Dinge, die du suchst, erspüren, Gebieter. Je näher sich das Ziel befindet, desto stärker meine Reaktion. Außerdem ändert sich der Signalton. Zudem erscheint auf dem Zeiger ein Pfeil, der die ungefähre Richtung, in der sich das Ziel befindet, angibt. Neues Menü und mit Zelda als Icon. Nun halte oben gedrückt, stelle Zelda als Ziel deiner Suche ein und weise mir eine Richtung. What? Aurasuche? Ich habe mit L ein Menü, aber mit R ein Menü, aber mit L nicht. Komisch. Gott, ich hoffe, die Cam ist nicht asynchron. Ich kann da nichts dagegen tun. Ne? Das ist halt ein bisschen kacke. Ich hoffe, es. Ah! Labber so zu viel. Ach, wenn ich oben gedrückt halte. Zelda. Oh, lol, mein Schwert. Oh Gott, ich kann mich teleportieren. Ah, was? Was? Hier? Okay. Komm, let's go. Hier hoch anscheinend. Wow. Und jetzt? Weiter hoch? Sie ist direkt hier? Du meinst, sie ist direkt hier? Nee, da ist sie nicht. Gehen wir mal einen weiteren Strahl hoch. Cool. Ne, das andere. Mit dem Schwert will ich pointen. Das finde ich lustig. Ne, da ist sie gar nicht. Oh, ich weiß, wo sie ist. Oder? Ja. Lasst mich raten. Sie befindet sich dort drin. War ja irgendwie offensichtlich, oder? Dort drin befindet sich Zelda. Einfach so? Irgendwie dumm, aber okay. Boah, schwer, aber wir kriegen es auf. Alles klar. Tempel des Siegels. Ein sehr interessanter Ort, wenn ihr mich fragt. Kann ich hier rein? Ja, nein. Dann kann ich nicht. Okay.
Da oben leuchtet was. Da sollen wir hin? Ja, okay. Ich weiß. Aber ich will. Doch, man kann rollen. Wie so ein... Ja! Ich habe es in irgendeiner Folge erwähnt, dass man es kann. Und ja, man kann sie rollen. Okay. Cool. Also ich finde bei Vasen trotzdem cooler, wenn man sie so schmeißt. Aber... Ich kann es auch wie so eine Bowlingkugel rollen. Vielleicht ist das ja für später wichtig. Was ist hier drin? Du hast den Wundertrank gehalten. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her und füllt alle 4 Herzen auf. Aber ich habe doch 6. Na egal. Eine zweite Flasche haben wir bekommen. Das macht's noch epischer. Nice. Ja, auf eine zweite Flasche freue ich mich natürlich. Ja. Zweite Flasche, schon nice. Hier kann ich speichern. Ich tue das mal tatsächlich, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte gespeichert habe. Ich würde schon gerne mal speichern. Oh Gott, das ist schon lange her. Ja, speichern mal. Zack. Blim. Der andere ging ja nicht, deshalb geht der zumindest. Gut. Was bist du? Sitzen. Achso, bist ein Stuhl. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, warum er das gesagt hat. Irgendwer schaut mir zu vielleicht. Nicht gut. Gib mir den Rubin. Gut. Machen hier schön alle Vasen kaputt. Dafür sind wir hier. Nicht um irgendein hübsches Mädchen zu retten. Oh, oh mein Gott! Eine Heuschrecke oder was auch immer. Komm her, ich bring dich um. Okay, ciao. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich erst später wieder so hoch oder so. Ist hier noch eine Kiste? Nein, noch ein Stuhl. Warum auch immer hier so viele Stühle sind. Ach, wisst ihr was? Komm. Jetzt wollen wir ein Schwert haben. Das stimmt einfach so. Oh, eine Fee. Ja! Ich hab's geschafft! Du hast eine Fee gefangen! Diese gütigen Wesen fühlen 6 an. 6? Nur 6? Aber sie reviven einen, soweit ich weiß. In der Flasche mitgenommen spendet sie dir ihre heilende Energie. Automatisch, wenn deine Kräfte schwinden. Ja! Sie revived! Schön, es leuchtet auch irgendwie ein bisschen anders. Cool. Dann auf zu diesem seltsamen Licht. Sieh an. Der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Mike? Gut, Mike also. Du beherrschst den Himmelstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel geschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin fürwahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe immer auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Sie ist hier? Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmungen beeinflussen. Mike, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Groß ist es bei beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firon. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte, Mike. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Firon mit einem X markiert. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern in der Nase in der Karte rumzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke A, um ein Signallicht zu setzen. Okay. Okay, interessant. Ja, passt schon. Du kannst es von hier zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut A, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, nicht zu verlaufen. Gehe nun in den Wald von Firon und finde die heilige Maid. Finde Zelda.
Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Hab ich bereits. Ihre Haare, so ein Pendel. Oh, sie kann zaubern! Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Mike. Ja, wenn sie sagt, es wird bald alles klar werden, na, dann glaube ich ihr mal. Dann komm, let's go. Ich brauche zwar diese Kleinigkeit momentan nicht, aber egal. Okay. Da ist das Signallicht, ja. Was? Hat der Joker gerade mit mir gesprochen? Nein? Bin ich mir das nur ein? Vielleicht. Oh! Leute. Seht ihr das dort auch? Da ganz hinten. Was bist du denn da drüben? Der wird verkloppt! Der Arme! Da müssen wir eintreten! Ah! Oh, vielleicht sollten wir es vorsichtig tun. Oh. Die Füßen Büster, lass mich in Ruhe! Wir werden ihm helfen! Jo. Jo. Ach, das hat nicht geklappt. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Bam! Aua! Was meinst du, wie du bist, hä? Stecheln! Aua, 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 aua. Ein bisschen kontern. Bam, bam! Her! Ja! So langsam hab ich's drauf. Ein bisschen über dem Rollen noch, aber es redet schon relativ. Danke für deine Hilfe. Aber kein Problem, Bro. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Ja? Diese Statuen, die nicht leuchten. Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkt dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Ja, klar, natürlich, logisch. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweilig dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Du kannst gerne mehr erzählen. Oh, kennst du auch die alte Legende? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flügen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein fröhliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslängen voraus ist. Aber halt, das ist doch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel geschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Wellen. Und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du? Ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Okay. Achso, dann hat also auch dich das Inselfieber gepackt, was? Ich würde dir ja gerne mehr erzählen, aber dafür muss ich erst noch weiter Nachforschungen anstellen. Warum fragst du dann? Beim nächsten Mal, ja. Okay. Was? Oh! Was hast du getan? Das ist unglaublich! Die Statue hat geleuchtet, als du dich hier genährt hast. Du bist wirklich einmalig.
Hä? Und vorher hat es dann nicht funktioniert, erst jetzt? Egal, I'm taking it. Tempel des Siegels, Hintereingang. Oh, man kann ins Wolkenmeer reisen? Ne, ich will speichern. Passt schon, speichern. Ja, ich bin mir sicher, ich speichern will. Man kann auch hiermit auswählen, aber egal. Ha! Heiliger Kiesel! Was hast du da getan? Die Statue, sie leuchtet! Woher wusstest du, wie man das macht? Keine Ahnung, ich habe einfach hin und her was gemacht. Keine Ahnung, es hat einfach funktioniert. Von da kamen wir, glaube ich. Oder kamen wir... Nee, wir kamen von da. Gucken wir uns erstmal hier oben mal, ein bisschen um. Bam, bam, bam. Das ist nämlich eine Höhle. Vielleicht führt das irgendwo cool hin. Eine Abkürzung, ah! Nein. Schieben. Jetzt kommen wir wieder zum Anfangsbereich. Leuchtet der Vogel da jetzt auch? Ach, keine Ahnung, mir egal. Komm, wir gehen wieder zurück. Wir für eine Abkürzung, damit wir hier schnell hinkommen. Das ist natürlich auch wichtig, immer. Die Abkürzungen. Komm, und jetzt erkunden wir Theron, wenn das hier liegt. Gebieter, nachdem du Zugriff auf die Steinstatue erlangt hast, ist es dir nun möglich, ins Wolkenmeer zurückzukehren. Außerdem kannst du mit Hilfe eines bestimmten Amiibo von jedem Ort im Erdland ins Wolkenmeer aufsteigen und wieder an den Ort zurückkehren. Bitte ruf mich, wenn du das Amiibo verwenden möchtest. Bisschen Fourth Wall Breaking, aber okay. In den Optionen kannst du die Nutzung von Amiibo aktivieren oder deaktivieren. Ja, was bringt das? Unnötig, aber okay, egal. Ich habe die Amiibo sowieso nicht, aber sie ist hübsch, die Amiibo. Aber ich habe sie endlich. Naja, vielleicht irgendwann habe ich sie. Was sie basically macht, ist einfach nur, man kann ja jetzt hier mit den Statuen ins Wolkenmeer zurückkehren und von Wolkenmeer aus wieder hier hin zurück. Aber mit Amiibo kannst du hier, kann ich hier einfach, wo ich gerade stehe, zurück und dann nochmal die Amiibo und dann bin ich hier wieder. Wie so ein kleines Portal, was ich dann offen lassen kann. So habe ich das zumindest verstanden und naja, sollte eigentlich ein Standard-Feature sein und nicht irgendwas, was man nur durch Amiibo bekommen kann. Aber okay, weiß ich nicht, verstehe ich nicht so ganz, aber ich hoffe mal, ihr habt es verstanden. Hier habe ich meinen Punkt gemacht. Den kann ich jetzt wieder wegmachen, ne? Plopp. Genau. Denn hier sind wir angekommen. In... Wo? Gebieter, wir sind im Wald von Theron angekommen. Ah, da sind wir. Wald von Theron. Schöner Dekobaum. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Oh, das ist ein komplett anderes Gebiet. Wir sind nämlich jetzt im Wald von Theron und nicht mehr im Siegelhain. Oh, das ist schon viel größer. Damn, hier gibt es wirklich viel zu erkunden. Ich fühle, dass auch Zelda sich hier irgendwo aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Ja, oder halt einfach dieses Gebiet ein bisschen erkunden, oder nicht? Das hat bestimmt auch was. Ich mal kurz aktivieren? Oder muss man nicht aktivieren? Wir sind einfach... Okay, cool. Okay. Mit Anlauf! Her! Oh, hat geklappt. Hä? Funktioniert nicht. Doch jetzt. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Das war irgendwie weird. Was seid ihr denn hier? Die explodieren! Oh Gott. Ja! 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 Keine Ausdauer mehr. Was ist denn noch? Die Heuschrecke auch noch. Hab ich die in die Luft gesprengt? Nee, okay. Ich dachte gerade, das wäre lustig gewesen. Ja gut, ob es so lustig ist. Naja, auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall was gewesen, so. Aha, wer ist denn da drüben, hä? Die wissen was. Ha! Weg da. Seht durch. Ey, was machen die denn da? Wen mobben die denn da schon wieder? Oh, ein kleiner Igel. Wow, wow.
Bam! 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 Okay, das klappt nicht. Okay, ich muss noch ein bisschen Kampf üben. Okay, egal. Ha! Ausgetrickst. Nice. Ey, Kumpel, alles okay? Moment, ich blute kurz ein Herz. Nee, ist hier noch ein Herz? Nope. Egal. Kumpel, alles okay? Haben die dich gemobbt? Der Arme. Na, süß. Kleiner Igel. Was? Warum bin ich jetzt plötzlich so ruhig? Jetzt auch noch einer in Grün? Ich bitte dich, wenn ich auch meine Fähigkeit bitte. Nein, du musst doch keine Angst haben. Ich bin lieb. Komm ich doch locker nicht hoch, oder? Ja, doch, da komme ich hoch, okay. Gab's noch irgendwas? War auf den 60 so ein bisschen. Oh, da oben ist eine Abkürzung. Okay, gut zu wissen. Hier kommen wir dann mit einer Abkürzung später nochmal zurück. Alles klar. Na, Kleiner? Ist das vielleicht kein Igel? Vielleicht ist es eher so ein Marienkäfer oder sowas? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist schon die Abkürzung geschaffen, I guess. Hier ist noch eine Statue. Was bist du eigentlich hier? Achso, du bist nur Grasbüschel. Wenn du ein Grasbüschel bist, dann beinhaltest du doch locker etwas für mich. Warte, was? Soll ich ihn verfolgen? Was soll das hier? Ich hab dich! Ich hab ihn doch! Ich hab ihn doch! Wieso geht das nicht? Ich wollte ihm keine Angst machen! Oh Gott, ich glaube, die Cam ist wieder am Laggen. Ah! Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Nice. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hier. Der voll Schiss vor uns. Wir machen doch gar nichts, oder? Nein, Link doch nicht. Link ist doch voll lieb und nett und... Das ist Link. Entspann dich. Wie? Da habe ich mich schon wieder aufgespürt. Ich... Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja auch vorhin... den roten Kern gezeigt. Masha, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Masha gerettet hast. Das hätte Masha dir gar nicht zutraut. Maschallah. Da fällt Masha ein. Gerade erst vor kurzem war ja eine, die so ähnlich aussah wie du. Zelda? Also war eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Die wurde plötzlich von den roten Kern angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von dem Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Maschas Position wurde markiert. Sieh sie dir auf deiner Karte an. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen. Daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aura-Suche reagiert. Ich empfehle, weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Alles klar. Ah, hat das Mascha erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freundin und unseren Häuptling findest, dann sag ihnen, dass es Mascha gut geht. Mascha ist sicher, ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Okay. Ja gut, was sind das? Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, da kommen Bienen raus. Kann das sein? Na, du bist nur Fun, schätze ich. Passiert hier was? Oh, bei dir passiert was, mein Freund. Jetzt warst du gleich kein Maul mehr! Kein Maul mehr! So, ja, Kalibrierung ist halt ein bisschen schwierig. Aber egal. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich
freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD.